Hallo zusammen, ich habe euch versprochen, dass ich zwei unterschiedliche Lithium-Batterien, also Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, lade und entlade. Jetzt habe ich hier beide unterschiedlich geladen, hier mit dem Meanwell-Ladegerät, 40 Ampere, beide gestartet bei etwa 11-15% Ladung. Und die Batterien sind wirklich schön miteinander hochgegangen und waren dann beide miteinander geladen. Auch die Temperaturen beider Batterien haben sich beide miteinander erwärmt um etwa 6 Grad. Beide genau dasselbe. Also von dem her, Laden von zwei unterschiedlichen Batterien, also eine 100 Ampere WeMo und eine 100 Ampere Linetron, überhaupt kein Problem. Was ich festgestellt habe, wir haben hier diese zwei Schrauben, zeige ich aus der Nähe, also wenn ich die hier drauf stelle, wir sehen, das ist die Schraube von WeMo, die ist ein Stück länger als die Schraube hier von Linetron. Es sind beides M8-Schrauben. Ich habe auch oben der Kopf, hier ist 13er, 14er Schlüssel. Hier hat es noch ein Kreuz. Also von dem her spielt es keine Rolle. Aber hier zum Beispiel, hier ist jetzt die Linetron-Batterie. Hier habe ich drei so dicke Kabel drunter. Und da wird es dann schon eng mit den Schrauben. Zweitens, ich habe dann zwei verschiedene Apps momentan. Vielleicht kommt ein Anbieter, der mal beide lockt miteinander. Aber zurzeit habe ich zwei Apps. Das heißt, ich habe das WeMo-App und ich habe das Linetron-App. Und so muss ich immer von der einen Batterie zur anderen Batterie schwenken, sodass ich beide Batterien im Griff habe. Auf der anderen Seite, mit der Zeit weiß ich natürlich auch, dass ich eigentlich nur mit einer Batterie arbeite. Ich mache hier den Aufbau dieser Batterie zerlegt, dass ihr seht, was da drin ist. Hier das Entladen der Batterien und das ist nicht ganz so einfach wie das hier. Und hier unten hier ein Video, wo ihr seht, was eine Batterie bei minus 20 Grad macht. Kann man die Batterie entladen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.